Herzlich willkommen zurück zu meinem, deinem, unserem Let's Play Empyreon Galactic Survival. Hier zurück beim Klotzbau. Klumpen und Klotz. Ja. Hatte ich die Düsen? Ich hatte die Düsen schon einstecken. Aber vorher nehme ich mir noch eine Salami. Und setze die nächsten Konservendosen gleich mal mit ein. Denn wie ich sehe, ist hier schon wieder alles fertig. Ach, Fressen im Überfluss. So muss das sein. So muss das sein. Gut, EP brauche ich sowieso nicht mehr. Also weder beim Abbauen noch beim Jagen hätte ich jetzt nämlich keine Gemüse angebaut. Hätte ich jagen müssen. Und wenn die Gemüsefresser hier reinkommen und hier alles platt machen, dann gehe ich wieder jagen. Dann gehe ich Großwild jagen. Aber dann habe ich ja wieder Fleisch. Ab und zu mal so eine Sonderarmee und dann wieder eine Gemüsekonserve. Aber wir können ja auch Tomatenkonserven herstellen. Und wenn ich dann genug Gemüse eingelagert habe, dann sowieso. Sowieso. 1, 2, 18 davon, 18 davon, 18 davon, macht 18 davon. Und die 9 kommen hier oben auch mit rein. Ein bisschen umschichten hier, jetzt verliere ich den Überblick. 58 Gemüsekonserven, hier werden nochmal 18 gebaut. Heftig, heftig. Und jetzt wollte ich die Düsen einbauen. Ja, zeig mal hier. 1, 2. Nee, das war jetzt genau so. Das war falsche Taste. Die habe ich versteckt und die nicht? Nein. Das kann ich ja so gar nicht lassen. Das muss symmetrisch. So. So. 1, 2, 3, 4. Unten drunter 4. Das wird richtig heftig. 4, 5, 6, 10, 11, drunter 14. Joa. Da sollte ich meinen Jetpack wieder anmachen, um erstmal alles beliefern. Ach, reichen denn dann überhaupt die Munitionskisten, wenn ich da vorne so viele Geschütze dran mache? Tja, wenn vorne das Schild ist, kann ich ja hinten auch noch Munitionskisten dran basteln. Einmal hier so rum, überall Munitionskisten. Macht sich natürlich besonders gut neben den Triebwerken. Ja! Einmal Maschine ein und alles sprengt in die Luft. Ach, hier kann ich sie doch auch noch bunkern. Wir haben kein Problem mehr. Ja, ich weiß, ich habe mich nur verdrückt. Du hast noch Energie. Da ist noch nichts drin. Munition müssen wir noch bauen. Und zwar die Raketenwerfergeschütz. Ach, die 135mm Raketen. Aber die möchte ich da drüben nicht rausklauen. Nee, 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 nee. Das mache ich nicht. Dann baue ich lieber neu. Und das waren noch gar viele, die hier bauen. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Davon kann ruhig was da sein. Aber wir haben auch schon gut weggewedert von den Stahlbogen. Und dann hätte ich gerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn ich das jetzt so und so und so baue, und so und so und so und so und so und so und so. Nein! Hat er aber Schwein gehabt. So, was passiert jetzt? Krieg ich dir wieder weg? Das sollte nämlich nicht passieren. Nein, so. So. Versteht ihr, was ich meine? Da passt schon mal eins mittig drauf. Eins, zwei, drei. Dann müsste ich noch zwei an die Seite gehen. So und so und so und so und so und so auch noch. Und hier noch zwei an die Seite. Und so. Und so und so. Und so und so auch noch. Und dann könnte ich schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann könnte ich schon. Oh, das sieht so geil aus. Du guckst auch in die richtige Richtung. Ja. Komm, so rum. Nein, wo bin ich? Was? Wo bin ich? Ich will doch nur hier oben drauf, verdammte Axt! Was, an die Seite kriege ich auch welche dran? Das ist ja albern. Aber schön albern. Komm. Ja. Nein, weil ich dort in der Mitte keinen Stein dran habe. Och, nee. Dann bauen wir halt einen dran. Dann kommt hier noch ein Steinchen dran und hier noch ein Steinchen dran. Ach nee, ich kann ja vorne keine Scheinwerfer dran bauen. Da kommen ja noch Geschütze dran. Ach ja. Alter, wenn das Ding flugfähig ist. Was habt ihr für einen Radius? Kann man euch? Es hieß doch automatisch oder manuell bedientes Drohnengeschütz. Ach so, das ist dann von drin. Ja. Das ist mein Schutzschild, ihr seid die Firepower. Fünf Uhr gleichzeitig. Ach, ich habe nur noch eins. Aber ich möchte doch zur Sicherheit von meinem Stammschiff auch noch hier welche haben. Ja,
Ja, ich kriege aber hinten auch nur eins dran. Am liebsten hätte ich hier auch noch eine Schubdüse vorne, ja. Und, dagegen gehopst. Dann bauen wir mal noch eine Schubdüse. Und dann baust du noch mal ein Raketenwerfergeschütz. Die Munition würde ich noch rausholen. Würde ich mitnehmen. Ja, es. Nein, es ist die Munition. Es wird. Visiten. Das Eisen aus. Da kann ich dann auch gleich wieder hinten dran sitzen. 1, 2. Und während die ganze Munition durchbastelt, kann man dann ja nochmal Eisen holen. Oder Kobalt, je nachdem, was jetzt mehr gebraucht wird. Salzium habe ich auch noch nicht im Vorrat gebaut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann kannst du hier gleich mal weiter laufen. Ein Geschütz an die Seite. Die Munition kommt mit. Hier ist soweit alles vorbereitet. Kannst du davon auch nochmal 10 bauen? Dann wird es hier wenigstens ein bisschen weniger. Ja, da baue ich auch jetzt erstmal noch nicht nach. Oh, Sve. Und ja. Da kann ich. Und kann ich nicht. Und Scheinwerfer hier dazwischen und Scheiße. Ach komm, die baue ich einfach nur aus Spaß vorne rein. Weil ich sonst zu blöd bin zum Landen. Ja, als Randbeleuchtung. Na, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo ich die dran gebaut habe. Ja, yeah. Ach. Gottchen, was machst du denn? Und den wird ja höher. Schon wieder vergessen. Mit dich. Damit es schick aussieht. Ja. Yeah. So viel zum Thema schick und hübsch. Und das können andere. Das gibt's nicht bei mir. So, das eine Geschütz hier noch dran. In der Hoffnung, dass das dann auch noch hinschießt. Hier oben die Munition noch rein. Das ist der Verpflegungsbeutel. In den sollte ich eventuell auch schon die mitnehmen als Reserve. 4 Füße, das ist doch auch ein bisschen wenig. Ich müsste ja hier vorne auf Zweige schon dran schmieden, hier und da und. Weil ich echt Angst habe, mich unter das Ding zu stellen. Bin auch mal gespannt, wie viel das dann frisst. Die Munition ist noch. Dann bauen wir die 2 Füßchen. Ja, brauche ich nicht so runterscrollen. Düse, Füßchen, Munition zum Bau. Und ich fliege mit dem anderen weg. Und hole mal Kobalt. Jetzt packen wir noch rein. In den. Mal kurz reinsetzen. Anschalten. Strom für 385 Minuten. Das ist ja mal krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sprung brauchen wir uns also keine Sorgen zu machen. Sauerstoff ist da. Die Geschütze werden nicht angezeigt, das ist schlecht. Das ist schlecht.
Wie kann ich die bedienen? Noch gar nicht. Aber das sind doch 105. Moment, dass hier was falsch läuft. Munition, Raketenwerfergeschütz. Ich darf dich einbauen, das ist nicht das Minigun-Geschütz. Mit 135 mm Raketen. Das sind doch die richtigen. Dann muss ich dich gleich mal testen. Und kommt oben rein. Ich kann nicht nachladen. Jetzt könnte ich noch. Das ist nicht wahr, oder? Ach, ich bin in dem Schrägen drin, alles klar. Wo guck ich denn hin? Also, so sollte doch das sein. Alles klar. Nein. Lass mal runter. Komme ich denn so in die einzelnen Raketenwerfergeschütze rein? Ja. Du heißt, wie das aussieht. Aha. So kriege ich sie schon mal nachgeladen. Also ich muss per Hand rein und selber jetzt erstmal nachladen. Somit sind sie hoffentlich schon mal einsatzfähig. Das stand ja dran, dass ich die entweder von... Ja, das bin dann höchstwahrscheinlich nicht. Ach, keine Ahnung, warum der hier auch noch immer eine Reihenfolge macht. Aber ich habe sie hier in der Anzeige nicht, also ich kann sie nicht so bedienen. Ich dachte, es stand an den Geschützen dran, dass ich die automatisch und vom Cockpit aus bedienen kann. Automatisch oder manuell zu bedienendes Turmgeschütz. Naja, automatisch ist dann Selbstfeuer und manuell heißt richtig vorne reinsetzen. Also direkt rausschießen geht nicht. Ja, muss ja auch nicht. Wenn das automatisch so funktioniert, wie ich das gedacht habe, mir vorgestellt habe, ist das nicht so schlimm. Die Raketen sind schon mal reingegangen. Die Munition ist also die richtige. Dann baust du mir hier bitte nochmal ein paar Chargen. Ja, das sind sehr, sehr viele, aber wir haben auch Großes vor. Das hier rein, das packe ich weg. Das nehme ich unterwegs mit. Nein, das nehme ich nicht unterwegs mit, das nehme ich jetzt mit. Ah, Schwachkopf, Schwachkopf. Da war wieder dieses kleine Vögelchen. Irgendwann erschieße ich es. Nein, pst, pst. Habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gesagt. Das Vögelchen hat ja leider auch recht gehabt. Aber sieht schon mal ein bisschen scheiße aus. Ach, Mann, was habe ich denn da wieder zurechtgezimmert?
Das kann doch gar nicht sein. Ich sollte mir Unterstützung holen für Fluggerätbau. Ja. Nein. Dann wird es ja noch was Hübsches. Das kann ja jeder. Ach, Gottchen. Und eigentlich wollte ich ja noch mal... Eigentlich wollte ich eigentlich noch eine Salami hier unten, noch eine Salami reindrücken. Denn aus dem Augenwinkel sehe ich leider, dass die Zeit schon wieder vorüber ist. Ja. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Kobalt müssen wir sowieso noch holen, bis das hier unten alles fertig ist. Ich genügend Andockplatten habe zum Landen. Und 135 mm Raketen für Krach, Bumm und so weiter. Bis dahin dürfte auch wieder Eisen durchgeraucht sein. Da kann ich ja dann auch gleich wieder hinten dranhängen. Damit wir dann gleich wieder Eisen formen können. Hahaha, ja, es macht ja alles so viel Spaß. Naja, ich bedanke mich für eure Geduld. Ich laufe mal hier nochmal nach vorn. Was ist das? Ne, das täuscht. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Folge von meinem, deinem, unserem Let's Play Empyreon Galactic Survival. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski!